Hast du seine Karte gehabt? Ja, habe ich. So, hallo Dieter. Na, die Stimmung Moin. Ist ja hier schon mal ganz klasse. Ja. Wir haben mal gedacht, Fotophonie einmal anders. Wo bist du, Dieter? Wo sind wir hier? Wir sind in Zingst und wir sitzen in der Oyster Bar im Steigenberger Hotel. Okay, das darfst du jetzt auch so werbetechnisch sagen, ne? Natürlich, da freuen die sich. Ich habe die gestern verlinkt, da haben die sich gefreut wie Bolle. Ja, das wievielte Mal bist du in Zingst beim Fotofestival? Das ist ja das 11. Fotofestival, was hier stattfindet und ich bin zum 10. Mal da. Zum 10. Mal da? Ja. Ich hatte gedacht, du bist jetzt erst zum 2. Mal da. Nur weil du erst zum zweiten Mal da bist. Ja, wir beide sind zum zweiten Mal gleichzeitig da. Ja. Was gefällt dir am Fotofestival? Was gefällt mir? Also erstmal, dass man hier die Leute trifft, so wie euch. Okay. Dass es hier recht entspannt zugeht. Also es geht ja über eine ganze Woche, das Festival. Und wenn hier irgendwelche Vorbilder rumlaufen, die man schon immer mal kennenlernen wollte, hat man eine gute Chance dazu. Und vor allem, die sind meistens entspannt und man kann die ansprechen und mit denen gut ins Gespräch kommen. Und jetzt für mich als derjenige, der die Fotophonie macht. Ich habe hier viele Gelegenheiten, hier mal das Mikrofon ins Gesicht zu halten und Fragen zu stellen und für die Fotophonie Sachen aufzunehmen. Sind dir deine heutigen Aufnahmen geglückt? Fast alle. Sehr gut. Also die ich mit wichtigen Gesprächspartnern geführt habe, schon. Hast du immer so ein bestimmtes Ziel, wenn du herkommst, also ein bestimmtes Konzept? Beschäftigst du dich vorher damit, wen du interviewen willst oder was du dir anhören willst? Oder ergibt sich das eher spontan? Also, ich habe einen gewissen Plan im Hinterkopf, also Ideen. Plan sollte man es vielleicht nicht, Ideen im Hinterkopf. Ich lese das Programm hier vorher, schaue mal durch, welche Multivisionsshows möchte ich sehen. Das ist für mich so das Herzstück hier, die Multivisionsshows, die sind meistens 20 Uhr in der Multimedia-Halle. Die gucke ich mir sehr, sehr gerne an. Und darum baue ich so den Rest meines Programms meistens auf und dann schaue ich, wer ist sonst noch an Referenten vor Ort, wen könnte man mal ansprechen, welche Händler sind da und haben Produkte zu zeigen oder vielleicht zu erklären, wo kann man mal noch eine Hintergrundfrage stellen. Ich habe heute mich sehr stark mit Filtern, Graufiltern beschäftigt. Wir haben drei Hersteller hier auf dem Fotomarkt gehabt, Haida, Foto Morgen mit der Marke Jaworski und Rollei. Und alle drei haben zum Beispiel Interviews gegeben, haben mir auch Filter ausgeliehen zum Ausprobieren, das war richtig klasse. Und das habe ich jetzt die letzten 24 Stunden so gemacht. Aber das war ein spontaner Entschluss, diese Filtergeschichte zu machen. Na gut, die anderen aber Leute, meistens, die ich so hatte, war, meistens war sind die geplant. Spontanen Sachen ja auch die besten Sachen, exakt, oder? Exakt, genau. Mhm. Gut. Habt ihr Fragen an Dieter oder an Fotophonie? Oder wir können auch mal Fragen an Frank Fischer stellen. Ist der online? Nee, der ist nicht online. Ja. Aber der kann ja vielleicht im Kommentarfeld dann die sich Frage zu erkennen beantworten. Geben. Habt ihr Fragen an Dieter? Alle gelähmt. Keiner will das wissen. Ich hätte da ja noch eine Frage, aber ich weiß, ich kriege die Antwort nicht. So, warte mal, das ist jetzt aber doof, weil das sieht jetzt aus, als ob das alles bezahlte Statisten wären, außer dir und irgendwie mir. Ja. Keiner traut sich zu fragen. Woher kennt ihr zum Beispiel Fotophonie? Das ist eine gute Frage. Und wann hört ihr sie und wo? Kennen von Facebook und hören immer zwischendurch. Okay, habt ihr eigentlich immer Zeit, so diese stundenlangen Interviews bzw. Sendungen zu hören? Oder schlaft ihr zwischendurch ein? Einschlafen tue ich dabei nicht, weil ich meistens nur anderweitig beschäftigt bin. Alles klar, also es läuft so nebenbei und du hast auch ein Ohr dafür. Ja, also bei mir Frauen sind ja multitaskingfähig. Sag ich mir sie nicht auch. So mache ich das hier auch. Ich kenne das über Frank Fischer, mit dem war ich letztes Jahr auf Mallorca und da kenne ich Dieter ja auch her. Und, aber ich kannte die Fotophonie halt vorher irgendwie schon durch Frank Fischer und ich höre das meistens, wenn ich Bilder bearbeite zum Beispiel, läuft das zu Hause nebenher im Wohnzimmer oder wenn ich gerade mal ein bisschen Zeit habe. Und das Gute ist, man kann auch zwischendurch mal auf Pause drücken. Genau. Und vielleicht eine halbe Stunde später weiterhören. Ne? Richtig. Da ist man so richtig voll konzentriert dabei. Ne? Immer. Okay. Du kannst, da muss ich mal zuhören. Du kannst dich beim Bild bearbeiten darauf konzentrieren, was du hörst, also auf den Inhalt? Schon, ja. Okay, das geht bei mir hinten und vorne nicht. Ich mache das auch manchmal, dass ich Podcasts denke, ich kann die nebenher hören. Dann habe ich entweder das Bild scheiße bearbeitet hinterher, weil ich dem Podcast zugehört habe, oder ich merke, oh, der Podcast ist rum, was haben die eigentlich gesagt, aber mein Bild sieht gut aus. Ja, so also das auch bei manchmal. Mir ist es eher, dass ich Musik anmache und mein Bild bearbeite, die plätschert dann so vor sich hin. Ich höre das dann trotzdem. Hauptsache, es ist durchgelaufen. Ja, immer irgendein Gedudel da. Ah, verstehe. Aber für die Frage bin ich ganz dankbar, weil ich habe mich gar nicht getraut, die zu stellen, weil mir geht es genauso. Entweder konzentriere ich mich auf mein Bild, was ich gerade bearbeite, und dann denke ich mir, ist nicht ideal. Ging's grade, ne? Ist nicht ideal. Ja, dann habe ich zum. Ja, aber bei der Fotophonie macht es nichts. Die kann man so nebenher weglaufen lassen. Das ist ja eh kein Inhalt. Ja, quasi null. Dann, Dieter, vielleicht noch die letzte Frage. Wie kommt es eigentlich hier zu diesem Treffen, zu dieser Runde?
Ja, das ist eine ganz gute Frage an der Stelle, weil der Initiator ist gar nicht da. Okay. Ich habe gestern gepostet, dass ich hier sitze und einen Latte Macchiato trinke, der erstaunlicherweise hier in der Oysterbar günstiger ist als in jedem Café. Mhm. Draußen am Runway, hätte ich jetzt beinahe gesagt, oder in irgendwelchen Buden. Und er schmeckt auch noch gut. Das habe ich getwittert. Nee, Quatsch, nicht. Hier auf Facebook, auf Fotofonie gepostet. Mhm. Und daraufhin kam als Kommentar unten drunter, sag mal, mach die Fotofonie ein Hörertreffen in Zinks. Und gesagt, ja, wenn du kommst, dann geht's los. Dann haben wir einen Termin vorgeschlagen und so kam das hier zustande. Also Höreranfrage. Und der gute Mann, ich nehme an, es ist ein Mann, so dem Namen nach, ist gar nicht da. Ach, ihr kennt euch gar nicht persönlich? Nee, persönlich nein. Gut, und ich dafür sind die Hörertreffen ja da, dass man sich mal persönlich kennenlernt gegenseitig. Gut, na, dann hoffen wir, dass dieser Mann noch vorbeikommt. Wir grüßen jedenfalls unbekannterweise mal ganz gut. Ich wollte gerade eben nachgucken, wie der Name war, aber ich habe jetzt hier nur noch Internet per nicht existenter WLAN-Verbindung und ich kann es nicht nachgucken. Ich weiß nicht mehr den Namen. Tut mir leid. Unsere Bestellung ist da und jo, wir werden jetzt ein bisschen weiter fröhlich sein und sagen Tschüss. Tschüss, Dieter. Und Limoncello.